Hi, hast du schon mal gesehen, wie eine gewöhnliche Katze einen Braunbären verscheucht? Oder ein Krokodil? Das ist keine Computergrafik, sondern echte Aufnahmen, die wir dir in unserem heutigen Video zeigen werden. Dazu haben wir auch noch echte Profis, die mit einem Wasserflugzeug driften, Windkraftanlagen reparieren und einen Hubschrauber auf einem winzigen Anhänger landen. Verpass also nicht das Interessanteste. Los geht's! Von diesen Aufnahmen wird er sicher schwindelig. Wer hätte gedacht, dass ein Motorboot so ein spektakuläres Rennen liefern kann? Wie auf einer Formel-1-Strecke. Wie dieser Kerl durch die Kurven fährt, ist eine wahre Magie. Schließlich liegen die Geschwindigkeiten in dieser Sportart bei durchschnittlich 160 bis 270 Stundenkilometern. Um solche Geschwindigkeiten zu erreichen, werden die Boote in der Regel mit Sechszylindermotoren ausgestattet. Man sagt, dass Schlangen nicht als Erste angreifen. Katzen sind aber zu clever, um das zu glauben. Daher sind sie immer auf der Hut. 3, 2, 1. Echte Supermänner trainieren nicht an einer gewöhnlichen Reckstange im Freien, sondern an einer Reckstange ein paar oder drei Kilometer über dem Meeresspiegel. Dabei fliegt das Flugzeug mit einer Geschwindigkeit von etwa 200 Kilometern pro Stunde. Und dieser Typ hat es nicht nur geschafft, sich festzuhalten, sondern er machte auch noch ein paar Übungen für die Bauchmuskulatur. Ja, das ist kein Fitnessstudio um die Ecke. Wenn du jemals beschließen solltest, zu Hause einen Zaun zu bauen und nicht genug Geld oder Zeit für die ganze Konstruktion hast, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Manchmal braucht man ihn überhaupt nicht zu Ende zu bauen. Es wird nämlich auch so funktionieren. In dieser Höhe sieht der Arbeiter wie ein Lego-Männchen aus. So erfolgt die Reparatur des Motors einer Windkraftanlage. Du hast doch bestimmt nicht gedacht, dass sie nie kaputt gehen oder sich selbst reparieren, oder? Hast du schon mal gesehen, wie Wasserflugzeuge auf dem Wasser landen? Wir haben natürlich schon davon gehört, dass sie es gut können. Es stellte sich aber heraus, dass sie noch spektakulärer driften können als getunte Autos auf den nächtlichen Straßen von Tokio. Was passiert hier eigentlich? Sieht aus wie eine Art Experiment mit Bakterien, die man unter einem Mikroskop betrachtet. Aber nein, guck genauer hin. Das ist doch eine Drohnenaufnahme. Siehst du die Bäume am Rande des Geländes? Die Punkte, die sich schnell über das Feld bewegen, sind Schafe, die vom Bauer gefüttert werden. Sind es wieder Aufnahmen einer außerirdischen Invasion? Das haben sich die Einwohner Kaliforniens auch gedacht, als sie das blaue Leuchten am Himmel gesehen haben. In Wirklichkeit ist es aber mal wieder Elon Musk schuld. Spaß. Dabei handelt es sich um den Start einer weiteren Falcon 9 Rakete. Das Leuchten am Himmel entstand aufgrund der hellen Flammen der Raketentriebwerke und der günstigen Wetterbedingungen. Wusstest du, dass die Arbeit eines Hubschrauberpiloten chirurgische Präzision erfordert? Schließlich kann schon ein einziger Zentimeter alles zunichte machen, wenn man auf einem winzigen Anhänger landen muss. Der Pilot dieses Hubschraubers ist eindeutig ein Profi. Glaubst du, dass diesem Mann etwas Angst einjagen kann? Ja und wie? Obwohl diese Ratte so groß ist, dass sie jeden erschrecken könnte. Offenbar wohnte sie lange Zeit in der Küche von Remis Freund aus Ratatouille. Eins muss man dem Mann aber lassen. Er hat sich nämlich nicht von seinen Gefühlen leiten lassen und hat das arme Tier doch noch gerettet. So sieht ein Kunstflug aus dem Cockpit aus. Das Wichtigste ist dabei nicht vor Überraschung zusammenzuzucken und das Lenkrad festzuhalten. Was glaubst du, was dieser Kerl da versucht auszupacken? Kleiner Hinweis, diese Vorrichtung befindet sich an Bord eines jeden Flugzeugs und könnte bei einer Notlandung recht nützlich sein. 1, 2. Du bist bestimmt auch schockiert von der Größe, nicht wahr? Was für ein Wunder der Ergonomie. Wie packt man nun das Ganze aber wieder zurück in die Kiste? In jeder Hauskatze steckt ein kleiner Tiger. Glaubst du uns nicht? Hier ist der Videobeweis dafür. Dieser Kater begegnete im Wald einem Bären, der 10-mal so groß war wie er und beschloss, sich dem Feind mutig zu stellen. Ochte. Ochte. Vielleicht hat ausgerechnet das ihm das Leben gerettet. Man sagt nämlich, dass Raubtiere wie Bären ausgerechnet fliehende Beute angreifen. Wenn man so stillsteht wie dieser Kater hier, dann wird nichts passieren.
Sieht so aus, als würde dieser Hund dringend Hilfe gebrauchen. Könnte jemand diesen Tigerbabys erklären, dass es nicht ihre Mutter ist? Spaß beiseite. Diese komische Situation ereignete sich wahrscheinlich nicht ohne Grund. Vielleicht gibt es überhaupt keine Tigerin oder sie hat einfach nicht genug Milch. In diesem Fall kann ein Weibchen einer ganz anderen Tierart zur Rettung kommen und davon gibt es in der Natur recht viele Fälle. Diese beiden sind so unzertrennlich, dass sie sogar zusammen Fallschirmspringen gehen. Interessant, ob die Landung genauso weich wäre, wenn sie sich nicht getrennt hätten. So sehen gewöhnliche Mücken in Oklahoma aus. Mutieren sie dort etwa? Ein TikTok-Nutzer hatte recht. Das ist keine Mücke, sondern ein ganzer Vogel. Die Besitzer dieser Farm haben die Intelligenz ihrer Ziegen eindeutig unterschätzt. Sie erwies sich eindeutig als klug und clever. Nächstes Mal werden sie die Tür wohl fester verschließen oder das Tier einfach häufiger aus seinem Käfig herauslassen. Vor weniger als 2 Jahrhunderten schickte man noch keine E-Mails, sondern verwendete dazu Tauben. Inzwischen wird man das nirgendwo mehr sehen. Dafür kann man in China Bankervögel treffen. Sie heben auf der Straße Geldscheine auf und bringen sie in den Tresor des Besitzers. Das Füttern eines Stachelrochen sieht immer noch schlimmer aus als die Szenen aus dem Film Der weiße Hai von Steven Spielberg. Easy, okay, stay. Erstaunlich, wie dieser Kerl nicht seinen Arm verloren hat. Das liegt daran, dass manche Rochen flache Zähne haben, die überhaupt nicht scharf sind. Dieser Adrenalin-Junkie wusste anscheinend, worauf er sich einlässt. Sieht so aus, als würden Maniküre-Salons neben ihren Dienstleistungen bald noch solche Papageien anbieten. Sie kommen nämlich jederzeit zu Hilfe und schützen die Nägel vor möglichen Gefahren. Gracias. Der Nachteil, einen Axolotl zu Hause zu halten, besteht darin, dass man pro Tier mindestens ein Aquarium mit 60 Liter Wasser benötigt. Nicht offensichtlicher Vorteil besteht darin, dass man so tun kann, als ob mit dir ein Junge zusammenlebt, der überlebt hat. Wie bringt man eine Katze in nur einer Sekunde völlig aus der Fassung? Nein, keine Gurke daneben legen, sondern ihm eine Fliege auf die Nase setzen. Das hat sie definitiv nicht erwartet. Wer denkt noch, dass nur Hunde zur Bewachung des Hauses geeignet sind? Wir hätten gerne gesehen, wie ein Mops mit solch einem Krokodil umgehen würde. Diese zwei Katzen scheinen überhaupt keine Angst zu haben. Sieht so aus, als würde es ihnen sogar Spaß machen. Hast du auch das Gefühl, dass du von deinen eigenen Augen getäuscht wirst? Was ist das überhaupt? Ein perfekt glattes Wasser in einem Pool? Wie läuft der Autor dann aber darauf? Dabei ist alles viel einfacher, als du denkst. Die Designer des Hotels installierten einfach einen Spiegelboden im Freien. Langsam wie eine Schildkröte, sagst du? Kommt darauf an, was für eine Schildkröte. Diese Weichschildkröte läuft schneller als du. Das Geheimnis ist, dass diese Tiere einen weichen Panzer haben und sich daher leichter bewegen können. Anstatt Parkour zu spielen, beschloss dieser chinesische Opa, sein Talent als Ingenieur unter Beweis zu stellen. Was für eine ausgeklügelte Konstruktion für den Abstieg vom Dach. Eines ist allerdings nicht klar. Gehört es zum Plan, dass das Schaufelblatt am Ende der Operation abfällt?